Du musst gar nicht so wegrücken. Ich soll nicht wegrücken? Nein, du sollst nicht wegrücken. Du sollst nicht so scheu sein, weil du hast vorhin gesagt, dass ich mit dir über alles sprechen dürfte. Also auch über deine Gefühle, deine Leidenschaften, deine Temperamente. Richtig, das ist total korrekt. Ja, mit dir möchte ich gerne mal über meine Gefühle reden, Jörg. Ja, das vor allem, wo wir hier gerade so einen schönen intimen Rahmen für uns haben. Ich möchte aber lieber von dir wissen, du bist Mitglied einer Poesie-Boy-Group. Was ist das ganz genau? Ja. Das ist ein Zusammenschluss von vier jungen Dichtern und Geschichtenerzählern, die sich gedacht haben, warum denn nicht einfach mal eine Boygroup? Und so ist das entstanden, ja. Und habt ihr so eine Rollenverteilung? Also welcher bist du? Bist du der Wüste oder bist du mehr der Sanfte? Ich bin der Verrückte. Da sind noch ein paar andere dabei. Wir haben einen männlichen, einen süßen und einen ganz sensiblen. Der hat so schöne Augen. Okay, dann wollen wir mal entscheiden oder hier das Publikum entscheiden lassen, wie süß, wie sensibel, wie männlich du denn vielleicht bist. Oder ob du nicht doch der Wilde bist oder einfach nur der mit der Mütze. Denn jetzt ist das hier dein Publikum, liebe Freunde, hier in der Halleluja-Halle in Köln. Hier ist aus Bochum Sebastian 23 für euch. Hallo, ihr Süßen. Ich muss einen kleinen einleitenden Text vielleicht dazu erzählen, zu dem Text, den ich heute machen möchte. Denn der ist so entstanden, dass ich mal in Freiburg aufgetreten bin bei einem Poetry Slam. Und ich habe dort eine kleine lyrische Fabel vorgetragen, die sich um das Identitätsproblem dreht. Und darin kommt ein Pavian vor, der sich als Fisch versucht, weil er keine Lust mehr hat, ein Affe zu sein. Und aber bitterlich scheitert und am Ende ein Vogel wird. Und danach, als ich das vorgetragen hatte, kam ein Mann zu mir und hat gesagt, das fand ich scheiße. Und ich habe gefragt, warum denn? Und er hat gesagt, alles, was du da erzählst, das hast du so gar nicht selbst erlebt. Und ich musste zugeben, dass das stimmt. Und dann habe ich mir meine Gedanken gemacht und einen Text verfasst, der sich mit der Frage auseinandersetzt, wie oft ich lüge. Und dieser Text heißt, ich lüge immer. Der geht so. Ich lüge immer. Wenn dieser Satz wahr wäre, dann würde ich ja immer lügen. Also auch wenn ich diesen Satz sage, dann wäre er ja gleichzeitig wahr und gelogen. Das kann ja überhaupt nicht stimmen. Also müsste ich vielleicht besser sagen, ich lüge fast immer, nur im Moment gerade nicht. Das klingt nach einer geschickten Lösung, aber ist bei näherer Betrachtung total unglaubwürdig. Stellt euch vor, ihr werdet in flagranti von eurem Partner beim Fremdgehen erwischt und sagt dann zu ihm, ich bin fast immer treu, nur im Moment gerade nicht. Das glaubt er nie. Ich weiß das. Naja, vielleicht sollte ich besser sagen, ich lüge oft. Das ist weder selbstwidersprüchlich noch unglaubwürdig, aber es hat den Nachteil, dass oft ein wirklich, wirklich schwammiger Ausdruck ist. Wenn einem zweimal im Jahr ein Adler genau ins Auge scheißt, dann ist das schon wirklich oft. Wenn man sich hingegen nur zweimal im Jahr wäscht, dann ist das überhaupt nicht oft. Das muss mindestens 1000 Mal im Jahr sein, damit das so richtig oft wird. Aber wenn einem 1000 Mal im Jahr ein Adler genau ins Auge scheißt, dann ist das noch viel öfter. Und waschen muss man sich dann auch noch. Also, ich sollte vielleicht besser sagen, ich lüge bei gewissen Gelegenheiten. Das kann die ganzen Schwierigkeiten umschiffen, die vorherigen Formulierungen hatten, aber es hat halt den Nachteil, dass es total langweilig ist. Wer lügt denn nicht bei gewissen Gelegenheiten? Wer sagt denn schon die Wahrheit, wenn Omas Suppe mal scheiße schmeckt, wenn der GEZ-Mann klingelt oder wenn die neue Frisur... Das ist lustig hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wer sagt dann schon die Wahrheit? Oder wer sagt die Wahrheit, wenn die neue Frisur der Freundin bei einem nichts als Kackreiz auslöst? Hör mal, Schatz, ja. Das, was du da mit deiner Frisur gemacht hast, gefällt mir total gut. Na, da sagt kein Mensch die Wahrheit. Also sollte ich vielleicht am besten sagen, ich lüge oft. Ich lüge Quatsch, ich lüge oft. Ich lüge immer. Nee, ich lüge nie. Das wäre die richtige Formulierung. Aber es wäre halt total gelogen. Dankeschön.
Sebastian 23 aus Bochum.